Weiter geht es in Phenomena hier bei Crash Nitro Kart auf dem GBA. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Hier oder die andere Seite? Das sieht doch nach Phenomena aus, oder? Ja. Phenomena Hub, los geht's. So, es ist absolut nicht förderlich, dass ich gestern gegen Virginia ein bisschen Mario Kart 8 gespielt habe auf der Switch. Ich hoffe, ich kriege noch alles hier auf Kette. So, die Hub World sieht auf jeden Fall schon mal... Man erkennt sie. Auf jeden Fall. So, hier ist dann wahrscheinlich Donnerschlag, oder? Nee. Also hier hätte eigentlich Donnerschlag. Na egal. Hier ist Zeitlos, hier ist Urwumper, schätze ich mal. Genau. Ja. Aber eigentlich fängt man ja mit Zeitlos an, deswegen let's go. Und ich muss mich dann gewöhnen wieder, dass ich, ja, in meinem Fall jetzt X nicht drücken darf. Und natürlich muss ich mich auch dran gewöhnen, dass das hier alles ein bisschen laggy ist. Okay, man darf auf jeden Fall wieder über die Strecke springen, sehe ich schon. Und ich habe mich gewundert, ich hatte irgendwie jetzt 35% oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht ganz, wie das hier berechnet wird. Offenbar anders als in der PlayStation-Version. Weil da hatte man ja genau wie in Crash Team Racing pro Warproom 22%. Sodass man dann im Endeffekt nach 4 Warprooms bei 88% rauskommt und der Rest sind dann die Cups und der Boss, also der finale Endboss, Oxid bzw. Velo. Aber hier scheint die Reliktfarbe doch irgendwie einen Einfluss darauf zu haben, so scheint es. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich habe alle Trophäen, logischerweise, sonst hätte ich den Boss nicht besiegen dürfen in der Welt jeweils. Ich habe alle CNK-Chips, sowohl normale als auch die im Kristallsammellevel und natürlich alle Relikte. Aber da eben halt in der ersten Hubworld in Terra habe ich ja zum Beispiel nur Saphir überall. Ob das jetzt wirklich Einfluss darauf hat? Ob es quasi nicht zählt, wenn ich nur Saphir habe? Das macht ja keinen Sinn, weil warum gibt es das dann? Ja, keine Ahnung. Ich finde es sehr interessant. Aber höchst fragwürdig. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach hier gerade. Die ziehen mir gerade ein bisschen weg. Da muss ich jetzt ein bisschen Gas mal langsam geben. Ein, zwei Fahrfehler habe ich sicherlich schon gemacht. Ach ja, komm. Okay. Wir sind zwar alle noch sehr nah beieinander, aber... Das ist gleichzeitig gut, gleichzeitig schlecht. Und wenn wir gerade sogar schon mal in einem Rennspiel sind, können wir auch noch mal ein bisschen über die Formel 1 reden, auch wenn ich die eigentlich nicht mehr aktiv verfolge. An den letzten beiden Wochenenden war es ein bisschen anders. Gab ja dieses Jahr so einen verkürzten Rennkalender und halt auch erst natürlich ab der zweiten Hälfte des Jahres. Deswegen werden auf manchen Strecken einfach zwei Grand Prix gefahren. So war es jetzt auch in den letzten beiden Wochenenden. Beide in Silverstone. Das jetzt war irgendwie der 170. Jubiläums-Grand Prix irgendwas. Ich weiß nicht ganz, worum es sich da handelt, aber naja. Auf jeden Fall war es irgendwie so ein Special-GP. Fakt ist, dass sich vorletzte Woche irgendwann, ja, einer der Fahrer, Sergio Perez, infiziert hatte mit Corona und deswegen halt nicht fahren durfte. Und als Ersatz hat das Team, was ursprünglich mal Force India war, das heißt jetzt Racing Point, hat sich tatsächlich den Nico Hülkenberg geschnappt und den ins Cockpit gesetzt. Der hatte ja seit diesem Jahr jetzt keinen festen Fahrersitz mehr. Und ja, haben sie einfach nochmal eingespannt. Beim ersten Grand Prix lief eigentlich alles ganz ordentlich so und ja, dann konnte er beim Rennen nicht starten, wegen irgendwelchen Motorproblemen oder sowas. Ich habe es ja nur auf Twitter verfolgt, deswegen kann ich da nicht großartig viel mehr sagen. Ja, und jetzt hat er tatsächlich am zweiten Wochenende, also das letzte Wochenende, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist heute Montag, der 10. Es war so klar, die sind so homing-mäßig, die Dinger, ne? Richtig ekelhaft. Da hat er auf jeden Fall einfach mal den dritten Platz im Qualifying geholt und sah auch sehr lange sehr gut aus, als dass er vielleicht so vierter, fünfter wird oder sowas. Am Ende ist er, glaube ich, siebter geworden. Was einfach daran lag, dass, also so aus der reinen Perspektive einfach von vielen Zuschauern, sah das so aus, als ja, hätte Racing Point strikt einfach was dagegen, dass Hülkenberg als Ersatzfahrer jetzt einfach vor ihrem eigentlichen Stammfahrer, neben Perez fährt natürlich auch noch ein anderer für das Team, das ist der Lance Stroll, Sohn vom, ja, Inhaber, sag ich mal, des Rennteams. Und ja,
Da werden jetzt natürlich wieder wildeste Verschwörungstheorien gesponnen. Von wegen, ja, wollte natürlich, dass Stroll vor Hülkenberg landet und sonst was. Und ja, laut RTL, so wie ich das mitbekommen habe, war das wohl irgendwie so, jetzt ist da Ende, ne? Glaube ich. Also ich glaube nicht, dass ich es schaffe, ehrlich gesagt, Erster zu werden hier. Ne? Ey, das ist so assi, ne? Was soll ich denn da machen? Das war doch einfach nur Kacke. Ich habe am Anfang mal einen Fahrfehler gemacht, das war es aber auch. Rotz, echt. Naja. Jedenfalls soll es wohl irgendwie, es soll irgendwie Vibrationen gehabt haben im Auto oder irgendwie so ein Scheiß, aber ja. Es war eigentlich klar, dass da nichts mega Gutes bei rumkommt. Das Witzige ist aber, der Hülkenberg hat jetzt trotzdem in den beiden Grand Prix, also eigentlich jetzt nur im letzten, 6 Punkte verdient und liegt damit einfach nur 4 hinter Vettel, der ja komplett am Eskalieren ist über Ferrari da, weil die einfach nichts hinkriegen. Ja, gibt's wieder 2 Seiten der Medaille, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz unberechtigt, weil Ferrari offenbar einfach den größten Rotz macht, seit Jahren aber ja auch schon. Absolut nicht konkurrenzfähig sind und ja, ist ganz lustig, das immer mal wieder so zu verfolgen. Wie Vettel rantet und wie eigentlich auch alle über Ferrari ranten und vor allem auch natürlich zu Recht halt kritisieren, dass es halt extremst langweilig ist, weil einfach jedes Rennen Hamilton gewinnt oder manchmal sind Bottas, aber halt immer ein Mercedes. Das war an diesem Wochenende sogar anders, da hat jetzt der Verstappen gewonnen, der fährt ja für Red Bull, aber naja, wie gesagt, wirklich interessieren tut es mich nicht, ich habe mich jetzt nur, ja, ich bin einfach ein Fan schon immer gewesen von Hülkenberg und deswegen habe ich mich da auf jeden Fall informiert, was diese Grand Prix anging. Aber naja, das ist es jetzt dann auch wieder. Weil es ist halt wirklich so, du liest dir halt immer die Ergebnisse dann durch, wenn halt zufällig mal, weiß ich nicht, British GP oder was in den Trends ist. Und dann siehst du einfach nur so, ja, wow, Hamilton 1, Bottas 2, der Rest irgendwo dahinter mit 3 Sekunden Gap, allein schon Qualifying gefühlt. Das, ja, ist weder spannend noch irgendwie unterhaltsam, wenn man mal ehrlich ist. Wobei ich sagen muss, meine Meinung zu Hamilton hat sich auch schon wieder so ein bisschen verändert, seit, seit ich die Formel 1 noch aktiv verfolgt habe, sagen wir mal. Ursprünglich damals bei McLaren fand ich ihn ja ganz cool. Dann als er halt so seine ganze Dominanz mit Mercedes aufgebaut hat, auch über die Zweikämpfe im Rosberg, fand ich ihn dann ziemlich unsympathisch und einfach, er kann halt einfach nicht verlieren und ist dann halt immer sehr, ja, whiny einfach, wie es auch viele immer schreiben. Das ist aber bei Vettel eigentlich genauso, weil so direkt vorweg gesagt, weil ich auch nie der größte Vettel-Fan war. Ja. Und jetzt mit dem Abstand zur Formel 1 ist mir das Sportliche in dem Fall einfach erstmal egal. Das ist ein krasser Fahrer, es ist klar. Aber er hat halt auch einfach ein overpoweredes Auto. Aber ich habe mit Virginia ja so ein paar Dokus über Veganismus geschaut. Da war unter anderem auch Game Changer darunter. Also konkret waren es 3. Ursprünglich war es Dominion, das kann man sich auch frei auf YouTube anschauen. Und dann 2 Dokus auf Netflix. Das war einmal Cowspiracy, also wie Conspiracy im Englischen, Verschwörung, nun halt mit Kuh, Cow. Und dann halt als letztes jetzt Game Changer. Und ich glaube, bei Game Changer war dann auch der Hamilton dabei. Denn der lebt tatsächlich auch vegan. Und das war halt so voll krass, einfach mal, ja, was Persönlicheres von ihm so zu sehen. Und nicht immer nur den Sportsmann. Das wirft einfach nochmal ein ganz anderes Licht auf ihn. Eine ganz andere Sicht bekommt man dadurch so. Ich finde die Strecke ehrlich gesagt ein bisschen scheiße hier. Ich finde die nicht schön zu fahren irgendwie, weil die Turbofelder so komisch platziert sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach zu wenig drift an manchen Stellen. Keine Ahnung. Naja, fand ich auf jeden Fall sehr cool damals. Damals, zwar vor einem halben Jahr oder wo wir das geschaut haben. Hat auf jeden Fall ein anderes Licht auf ihn geworfen für mich. Ein Edelstein Cup ist eine Reihe von Rennen, bei der du für jedes Rennen Punkte erhältst. Wenn du am Ende des Cups die meisten Punkte erzielt hast, gewinnst du einen Edelstein. Ja, ich finde es übrigens ganz toll, wenn wir uns das mal in der Garage anschauen. Bei jedem Warp Room steht da unten einfach nur Kristall. Da steht nicht der Name des eigentlichen Levels, also zum Beispiel Frostraserei oder Tempeltumult, sondern da steht einfach nur Kristall.
Das ist irgendwie so ein bisschen, hä, daneben steht doch kein Kristall, so, weißt du? Das ist ein bisschen merkwürdig, dass einfach ein Kristall steht, aber gut. Vor allem, weil es da 20 Kristalle gibt in diesem Level, die man sammeln muss. Aber was soll's. Ist ja nicht das Einzige, was mit diesem Spiel nicht so ganz cool ist. Ja, und jedenfalls was Ähnliches habe ich jetzt auch eigentlich mit Mario Götze. Was daran lag, ich habe, boah, ich weiß nicht, irgendwann habe ich, glaube ich, mal ein YouTube-Video gesehen. Da wurde unter anderem ein paar Ausschnitte gezeigt, aber vor allem wurde eben einfach die komplette Doku empfohlen. Being Mario Götze. Das Ganze ist, soweit ich das mitbekommen habe, eine Eigenproduktion von DAZN. Und da ich mir so dachte, so ey, ich nutze das eh absolut nicht mehr, dachte ich mir so, ja, dann ziehe ich mir jetzt auf jeden Fall die Doku rein und kündige dann halt mein Abo, weil brauche ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir das zur neuen Saison, was aber halt noch über einen Monat hin ist, Mitte, Ende September fängt die neue Bundesliga-Saison halt erst an, ob ich mir das dann da wieder mache, mal schauen, ganz ehrlich. Jedenfalls habe ich mir diese Doku dann jetzt angeschaut. Die geht auch ordentlich lange. Also 3,5-4 Stunden, glaube ich. Das sind 4 Teile. Mit jeweils, ich sag mal, einem Zeitrahmen zwischen von 40 bis 60 Minuten jeweils eine Episode. Ich muss gestehen, ich finde es ein bisschen durcheinander, weil halt immer sehr viele Zeitsprünge sind und teilweise auch sehr harte Cuts. Vom Thema her so, dann ist er mal bei den Bayern, dann geht es wieder um die WM 2014, dann geht es wieder um die Ambitionen zur WM 2018, also es ist irgendwo wahrscheinlich um 2018 rum entstanden, so, ich schätze mal irgendwann im Sommer oder sowas kam die Doku dann wahrscheinlich raus. Es ging auf jeden Fall dann um seine Ambitionen halt bei der WM 2018 dabei zu sein und dann ging es halt wieder um Dortmund 1, Dortmund 2, also seine erste Phase in Dortmund, dann seine zweite Phase in Dortmund, nachdem er von den Bayern wiedergekommen ist. Ich fand es teilweise ein bisschen durcheinander, aber insgesamt auf jeden Fall eine empfehlenswerte Dokumentation, wenn man sich einfach nochmal ein bisschen mit dem, auch mit dem Druck vor allem, auch vor allem durch die Medien, also Fußballprofis halt auseinandersetzen möchte, wenn man sich da ein bisschen was zu anschauen möchte, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wenn er jetzt sagt, okay, ich habe sowieso hier ein DAZN-Abo, dann gönnt euch das auf jeden Fall mal, das lohnt sich. Genauso empfehlenswert ist übrigens auch die Dokumentation über den FC, also FC 24/7. Ich weiß gar nicht, es sind glaube ich jetzt 9 oder 10 Episoden geworden im Endeffekt. Auch alle so in dem Zeitrahmen, ja, eher 35 bis 60 Minuten. Wo halt die ganze Saison des ersten FC Köln 2019, 2020 jetzt ja, dokumentiert wurde. Da hat man halt vor allem auch viel Einblick in ins ganze System Bundesliga oder Bundesliga-Verein halt bekommen. Was jetzt zum Beispiel so Taktikbesprechungen in der Kabine angeht oder Physios oder weiß ich nicht alles. Unter anderem war da halt auch eine Szene, die echt krass war, wo Rafael Schichos, ein Innenverteidiger, ich glaube gegen Hertha war das oder so, da ist er, ich dachte gerade irgendwie, da kommt eine Rampe, da ist er halt richtig beschissen gefallen und hat sich da halt, ich glaube, der hat sich im Endeffekt einen Halswirbel oder mehrere, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel es da gibt, angebrochen. Und dann hat man halt so eine Szene da in der Dokumentation, wo der Mannschaftsarzt, Physio, was weiß ich alles, dann halt ihm so sagt, so ja, hatten echt Glück, in 80-90% der Fälle oder so ist das eine Querschnittslähmung oder so. Also ich weiß jetzt den Prozentsatz nicht so genau, aber das ist halt schon so, ja, das muss man halt auch immer so in Betracht ziehen. Ich meine, klar, die Gehälter sind utopisch und vor allem auch die Ablösesummen sind utopisch im Fußball, da müssen wir gar nicht drüber reden. Da hat der Mirko, der Mr. Listen to Go, jetzt auch letztens recht aktuell noch ein Video zu gemacht und das war verdammt knapp eigentlich sogar. Keine Sekunde vor Polar und der hat mir gerade schon den Sieg weggeschnappt. Du musst ein Reliktrennen schnell genug beenden, um ein Relikt zu gewinnen. Deine Zeit kannst du verbessern, indem du Zeitkisten zerstörst, die Uhr 3 Sekunden lang anhalten. Hat er mir das nicht schon mal gesagt und ich habe ihn schon mal korrigiert von wegen so, ja, das ist aber nicht immer 3 Sekunden. Ich weiß es nicht. Ja, man muss sich halt einfach nochmal bewusst werden, auf was für ein Risiko die sich immer aussetzen. Die Verletzungen sind teilweise halt echt krass und ja, natürlich vor allem das mediale Echo ist auch nicht runterzuspielen. Diesen Bewertungsdruck, Leistungsdruck, dem man immer ausgesetzt ist. Und das sieht für mich ehrlich gesagt nach Heißluftbahn aus und nicht nach Donnerschlag, weil das ist einfach nicht grün. Was ist das denn? Lol, das war jetzt aber mal mega Mario Kart Super Circuit. What the fuck? Okay. Donnerschlag ist anders.
Können wir jetzt schon mal festhalten. Das ist ja lustig. Jetzt kriegt man hier wieder so ein bisschen Augenkrebs, toll. Aber wo soll... Ja, okay, gut. Okay. Einfach erstmal geradeaus fahren. Jetzt hat man auch langsam den Welpenschutz hier weg. Jetzt kann man auch ordentlich runterfallen, links und rechts. Ja. Rainbow Road. Fällt mir da spontan einfach mal zu ein. Ja, super. Wo soll ich denn wissen, dass da Stacheln rauskommen? Irgendwer will mehr Action oder irgendwas. Schön. Ja, es war auf jeden Fall sehr, ja, angenehm, die Doku einfach mal nebenbei laufen zu lassen. Also jetzt Bi Mario Götz, aber ja, die FC-Doku habe ich halt wirklich auch geschaut, aktiv. Während ich bei der Götze-Doku halt öfter auch einfach ein bisschen nebenbei ablaufen lassen und währenddessen ein bisschen Animal Crossing gespielt habe oder sowas. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, beides. Jetzt habe ich eigentlich nur noch die Taylor Swift-Doku. Auf jeden Fall diesen Film. Irgendwas, was auf Netflix mal vor, boah, gefühlt auch schon wieder einem halben Jahr rauskam. Das habe ich auch zur Kenntnis genommen damals, aber halt, ich weiß gar nicht, da hatte ich zu der Zeit, glaube ich, gar kein Netflix. Das habe ich auch irgendwie bisher immer so ein bisschen vor mich hergeschoben. Interessieren tut es mich auf jeden Fall, fuck it. Aber irgendwie noch nicht so wirklich zugekommen, muss ich sagen. Aber schön, dass ich schon mal auch die Götze-Doku jetzt einfach mal nachholen konnte. Auch wenn es natürlich echt immer ein bisschen lustig ist jetzt aus der Retrospektive. Wenn alle halt so der WM 2018 entgegenfiebern und man weiß einfach, wie kacke Deutschland da war. Das ist schon recht lustig. Und dann auch immer diese Okay, der Sound ist gerade mono auf meinem linken Ohr. Und switcht auch gefühlt hier gerade so ein bisschen. Manchmal. Oder liegt es an meinen Kopfhörern? Ich meine, meine Kopfhörer haben auch manchmal so einen Mono-Touch. Aber ich glaube eher, das liegt am Spiel, oder? Oder? Jetzt ist wieder voll da bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr zwischendurch mal Mono hattet. Das könnt ihr auch nur bewerten, wenn ihr über Kopfhörer hört. Also dieses Video schaut. Aber, naja. Bei mir war es jedenfalls gerade da. Es würde mich halt nicht wundern, wenn es vom Spiel aus wäre. Aber ich hatte meinen Arm auch gerade ein bisschen ungünstig auf den Kopfhörern liegen, also auf dem Kabel. Es kann sein, dass das doch bei mir nur war. Es ist auf jeden Fall die anspruchsvoll zu fahrende Strecke aus dem Original, aus der eigentlichen Konsolenversion. Man muss hier durchaus aufpassen, dass man eben nicht runterfällt. Oder auch einfach zwischen Sachen durchfährt, was schlecht möglich ist, wenn die ganze Kacke leckt wie sonst was. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Ja, top. Zwischen TNT-Kiste und Eisgedöns durchzufahren, aber es funktionierte einfach nicht. Ach komm. Ich habe die ganze Zeit so souverän geführt und dann werde ich einfach richtig hart gefickt. Ich meine, ich kann auch nichts dafür, wenn da so ein Stachel rauskommt. Ich weiß gar nicht, wo genau die überhaupt hier auf der Strecke platziert sind. Einfach mega arschig. Ach, da ist schon das Ziel. Ja, super. Ach, leck mich doch am Sack. Ach, das Spiel ist doch einfach nur Trash manchmal. Wirklich. Also Baron fand ich wahnsinnig angenehm. Ja, Phänomena geht mir schon wieder ein bisschen auf die Eier, das muss man schon wieder deutlich so sagen. Ist einfach nur unglaublich nervig. Warum soll ich den ganzen Rotz denn jetzt nochmal machen? Vor allem ist es ja nicht so, als würde es einfach nur die Zeit dauern, die da oben links steht, sondern es dauert einfach die Zeit plus, oder die Zeit mal zwei oder mal anderthalb zumindest, weil guckt einfach mal auf die Uhr, dann seht ihr ungefähr, wie krass das leckt, weil aktuell, okay, klar, es leckt auch kaum. Ist das halt auch wirklich die Zeit. Aber jetzt sind 21 Sekunden auf der Uhr, jetzt sind es wahrscheinlich eigentlich 25 Sekunden, die ich hier eigentlich gerade schon fahre. Realtime. Weil die einfach nicht genau genug hochzählt, dadurch, dass die ganze Scheiße leckt wie sonst was. Und dadurch auch die Uhr leckt. Also wenn man hier 2-3 Minuten unterwegs ist, dann ist man wahrscheinlich eigentlich 4-5 Minuten unterwegs. Und das dann alles nochmal machen zu müssen, weil das Spiel einfach unnötig schwierig ist. Warum haben die überhaupt Voice Clips reingepackt, wenn man die nicht versteht? Man kann sie nicht verstehen, ganz ehrlich. Außer wenn man sich den GBA damals vielleicht ans Ohr gehalten hätte. Aber ja, dann wäre man halt safe letzter geworden. Auch wenn man nur kurz lauschen wollte. Die sind ja hier so krass kompetitiv drauf. Ich weiß noch nicht, warum Engine jetzt so einen krassen Vorsprung hat. Was mache ich denn falsch? Hat der keine Lags oder was? I simply don't get it. Really.
bin mal sehr gespannt auf die Hyperstraße. Vielleicht haben sie einfach komplett rausgenommen. Nee, aber ich stelle mir vor, dass das eine richtig beschissene Strecke wird. In Techni weiß ich jetzt nicht, wie krass die da noch werden, aber... Ja, Hyperstraße stelle ich mir schon richtig scheiße vor. Auf der anderen Seite, sie war ja auch schon auf der PlayStation scheiße. Und hier ist es eine reine 2D-Flat-Map. Kann da so viel Schlimmeres noch kommen als diese 360-Grad-Pipe am Ende? Ich weiß es nicht. Das Spiel wird mich bestimmt davon überzeugen, dass es geht. Warum war das nicht gerade die letzte... Achso, das ist ja noch gar nicht die Ziellinie hier. Ja, es tut mir leid, ich habe ja absolut keine Orientierung. Und werde wahrscheinlich auch keine Orientierung insgesamt gewinnen hier. Ich werde vielleicht in den Reliktrennen immer wissen, okay, hier sind Zeitkisten, daran kann ich mir das ungefähr merken, wo was ist oder wo ich gerade bin, aber außer diese außergewöhnlichen Stellen, wie hier, wo man über die Strecke springt, also wo man auf der Strecke rumbounced, kann ich mir einfach nicht merken. Das geht nicht. Das Problem ist halt, es gibt hier so viele enge Kurven, aber man muss halt trotzdem driften wie sonst was. Weil die einen sonst so, ja, scheiße, so schnell einholen. Schaut euch allein an, wie eng der Engine bitte an meinem Arsch geklebt haben muss. Dass er mich instant überholt hat, nachdem ich halt runtergefallen bin. Jetzt kommt mir das natürlich auch ein bisschen zugute, dass die Dinger so homing-mäßig sind. Es sind halt hier basically Raketen. Wir haben ja eigentlich zwei verschiedene Arten von Raketen, nämlich einmal die Bomben und einmal die eigentlichen Raketen. Weil die halt beide so homing-mäßig sind. Aber was soll's. Es kann übrigens sein, dass dieser Part hier auch nicht pünktlich erscheint, weil ich habe da doch ein bisschen Verzug. So, sehr gut. Gerade noch so den Engine eingeholt. Ohne Driften hätte ich es nicht geschafft jetzt am Ende. Bei einer CNK-Herausforderung liegen Buchstaben C, N und K auf der Strecke. Sammel alle vier, drei Buchstaben. Ja, dry. Und toll. So, ab zu Norm. Los geht es. Ich habe 100 Upvotes auf meinen Reddit-Post. Super. Mit euren neuen Trophäen habt ihr euch das Recht erworben, gegen den Meister von Phänomena anzutreten. Norm. Ich werde angerufen. Scheiße, jetzt habe ich den Dialog weggeklickt. Verdammt. So, ja, ich habe jetzt halt, wie gesagt, leider nicht dadurch den Dialog komplett sehen und lesen können. Ich habe auch, glaube ich, noch irgendwie ein Thema oder irgendwas gehabt, worüber ich gerade noch was sagen wollte. Aber das habe ich jetzt natürlich alles komplett vergessen. Super. Waren zwar nur 5 Minuten, aber thematisch natürlich wieder komplett anders. So, und wir sind auf zeitlos. Und das ist ehrlich gesagt jetzt schon die... Ich meine, hätte ihr wissen können, klar. Habe ich mir ehrlich gesagt gerade gar keine Gedanken drüber gemacht. Es ist jedenfalls die einfachste von den drei Strecken. Da hatte ich jetzt am wenigsten Probleme, irgendwie Erster zu werden. Auch wenn es jetzt überall nicht so super rund lief. Aber Donnerschlag oder... Oder wurde ich... Oder wurde ich... Boah, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Das war doch Urwumper, wo ich auch nur Zweiter wurde, oder? Also im ersten Versuch. Oder Dritter sogar. Also nicht Erster jedenfalls. Naja, aber so von der reinen, vom reinen Anspruch her würde ich sagen, ist die Strecke halt trotzdem am einfachsten. Das war aber auch in der normalen Version, so möchte ich sie nennen, so. Das ist jetzt nicht nur hier im Port so. Ach ja, aber hier waren die Turbofelder so komisch platziert. Meine Güte! Schießt mir doch nicht eure Scheiße in die Fresse. Ah, Mann. Es ist halt toll, wenn man sieht, wie TNT-Kisten fliegen, aber man nicht sieht, wer sie abschmeißt. Auch wenn er nur eine Sekunde von mir wegfährt. Man sieht halt einfach nur Pixelmatsch. Ne? Meine Güte, scheiße. Fahr, Junge. Ich könnte mir vorstellen, dass das kein First Try wird hier gegen Norm. Die sind zwar beide noch sehr nah beieinander. Auch hier wird höchstwahrscheinlich wie in der Konsolenversion gelten, deswegen fahren sie ja auch mit mehreren. Man muss halt vor beiden sein, damit man Erster ist. Ach, hier hat man sogar einen Counter dafür. Jetzt bin ich quasi Dritter gewesen. Okay, das ist ja interessant. Das ist eine einfachere Darstellung, ehrlich gesagt. Weil sonst überholt man einen und denkt sich so, hä, warum bin ich ein Zweiter? Ich habe doch einen überholt, so. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich jetzt die TNT-Kiste abschmeißen konnte. Ich habe es gefühlt so gemacht wie immer. Das wird jetzt nicht reichen. Ja, da habe ich zu spät angefangen. Das sehe ich auch ein.
Ist zwar trotzdem arschiger als in allen anderen Versionen. Und auch als in Crash Team Racing. Oder Crash Team Racing Nitro Fueled. Aber es ist halt... Ich verstehe es halt. In der Regel verstehe ich es halt nicht. Warum es nicht klappt. Ich fange wahrscheinlich wirklich immer einen Ticken zu spät an. Zu springen. So, du Sack. Hast du jetzt davon. RTL SMS-Chat. Das ist halt so lächerlich, weißt du? Ich fahre halt einfach ganz normal und der überholt mich halt, weil er einfach mehr Topspeed hat. Das wäre den auf jeglichen Konsolenversionen niemals eingefallen. Ich warte nur darauf, dass endlich mal einer in die Kommentare schreibt, der GBA ist aber doch eine Konsole. Auch wenn ich das schon tausendmal gesagt habe. Ich warte ja einfach nur darauf. Los, Max. Ich sehe doch, dass du es machen willst. Vielleicht tut er sich dieses Spiel auch nicht an. Ich würde es verstehen. So, jetzt muss ich langsam mal wieder boosten und driften, weil... Ja, das Turbofeld habe ich verkackt. Jetzt habe ich wahrscheinlich mein Rennen verkackt. Wundern würde es mich nicht. Ja, guck mal, wo kommt der denn her, der Pisser? Ich fahre doch hier super krass mein Rennen. Was soll denn der Scheiß? Na, ganz ehrlich. So. Suck it, Junge. So, Big Norm freigeschaltet. Und was mit Small Norm, hä? Ah, Norm, okay. Hier ist auch einfach nur Norm dann. Sehr merkwürdig. Wisst ihr, das habt ihr gut gemacht da draußen. Ihr habt eine Chance zu gewinnen, weil ihr zusammenarbeitet. Norm, los, hierher. Big Norm und Little Norm. Okay. Verbinden sich wieder miteinander. Vielleicht muss ich neue Wege suchen, dich zu motivieren, Norm. Ja, zeig doch bitte, wie du ihm die Bücher wegnimmst. Verschwinde! Ich dachte, er würde euch schlagen, aber ich habe mich getäuscht. Auf Technie werdet ihr nicht so viel Glück haben. Wenn du bei einer Oberfläche fährst, die dein Kart verlangsamt, kannst du den Geschwindigkeitsverust... Was ist ein Geschwindigkeitsverust? Verhindern, indem du einen Boost oder ein Unbesiegbarkeitsmarken-Power-Up benutzt. Also irgendwie verkacken die immer den ersten Buchstaben. Und auch die Trennung mit Strichen können die irgendwie nicht. Aber gut, die können hier so vieles einfach nicht. Auch aufgrund der Limitierung, aber auch, ich meine, warum muss man einen GBA-Port machen? Wer war dafür verantwortlich? Bitte. Achso, wir haben ja auch übrigens jetzt schon 28 Minuten auf der Uhr, das heißt... Meine Uhr müsste gestoppt haben, ne? Ja, ich glaube, meine Uhr habe ich gestoppt während dem Telefonat. Während des Telefonats. Genitiv, Niklas. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid wieder. Dann würde ich mich, glaube ich, direkt mal an Relikte schmeißen. Aber ich glaube, dafür fange ich dann doch lieber erstmal bei Zeitlos an. Bis dahin. Tschüss.